Hi und Servus mal wieder zu einem Video vom Tovo. Heute mal wieder bei DK Ausrüstung in Eching zu Besuch. Ja, bin gerade zur Tür reingekommen und dann wurde mir schon hier dieses Schmuckstück in die Hand gedrückt. Ich soll noch mal kurz ein Video drüber machen. Genau diese Waffe ist momentan gerade bei DK in Eching kostengünstig zu erstehen. Das ist ein Vorführer mit 50-60 Schuss runter. Hier handelt es sich um eine LDT, eine Lux DevTech AR 15 im Kaliber 223 Remington. Die schauen wir uns jetzt einfach mal ganz kurz an, was eben so mein Eindruck ist. Mir ist das Modell auch ehrlich gesagt nicht bekannt. Es ist eins aus dem aktuellsten Modelljahr, hier mit einem schönen M-Lock-Handschutz und 10,5 Zoll Lauf. Ich spreche mal drüber, was ich hier in der Waffe so sehe. Machen wir kurz einen Safe-Check. Kammer ist leer, dann lassen wir den Verschluss mal nach vorne kommen, schlagen ab. So, schauen wir uns das gute Stück mal an. Was bei der Waffe auffällt, ist, sie ist relativ leicht, muss man wirklich dazu sagen. Klar, Lauf ist kurz, Handschutz ist kurz, nichtsdestotrotz echt sehr führig und hat eine sehr, sehr schöne Balance, kann man wirklich nichts sagen. Oben on top, durchgehende Picatinny-Schiene, auch mit Schriftzeichen drauf, also sie sind beschriftet. Auf dem Handschutz in weiß, hier hinten in schwarz ins Material eingelassen. Nachladehebel Standardprodukt, nichts Besonderes, funktioniert aber sehr schön. Was ich der Waffe anhaften muss, ist es, dass es wirklich sehr, sehr geschmeidig läuft. Es ist ein traditionelles Direct Impingement System, also keine Pisten-AR, wie ich sehr oft reviewe, sondern es ist ein klassisches AR-15 Modell mit einem Gasblock und einer hier innen laufenden Gasröhre, der Gas-Tube, welche das Gas auf den Verschlussträger leitet und diesen somit repetieren lässt. Echt ein süßes kleines Gewehr. Die gibt es neu, glaube ich, für so um die 1200 Euro. Dieses Modell hier wird auch noch deutlich günstiger sein, deswegen schnell zuschlagen, solange wie es geht. Sportschützen eher leider nicht, aber Jäger und Sammler sind natürlich hier bei diesem Modell mit 10,5 Zoll willkommen. Linke Seite der Waffe. Na, wir haben hier einen ganz normalen Upper und Lower Receiver im Standard AR 15 Design. Da ist jetzt nichts Billet Type, sondern das ist einfach hier, ich sag mal, relativ normale Designsprache. Materialien müsste ich jetzt lügen, weil ich es einfach bei der nicht weiß. Da aber auch, glaube ich, hier Schmeißer seine Finger mit im Spiel hat, geht er mal davon aus, dass es kein schlechtes Material sein wird. Wir haben ambidexen Magazinauslöseknopf, was ich sehr, sehr cool finde. Das gefällt mir sehr gut. Einen standardmäßigen Bolt Catch, nichts Besonderes, sowie eine ambidexe Sicherung 90 Grad. Auf der rechten Seite haben wir eben hier das Hülsenauswurffenster mit dem Dust Cover aus Kunststoff. Hier ist ein Schmeißer-Logo mit drauf, sowie einem schwarzen Bolt Carrier. Dieser, denke ich, wird auch nitrokarburiert sein, irgendwie sowas in der Richtung. Hier sieht man die Ventilationsöffnungen fürs Gas. Wir haben einen ganz normalen Hülsendeflektor mit ins Material eingelassen, sowie einen Forward Assist, also absoluter AR-15 Standard. Der große Schmeißer Magazinauslöseknopf, wie man ihn auch kennt an den 9mm Modellen, hier an der LDT, muss ich sagen, gefällt mir auch von der Haptik her sehr gut und ist im Vergleich zu 9mm auch hier schön zu drücken. Na, bei der 9er konntest du das Ding eigentlich fast nur mit dem Hammer drauf aufschlagen. Aber das ist echt eine schöne Sache. Lauf hat, wie es aussieht, ein relativ dickes Profil. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie was mit dem Government Cut, so wie es aussieht. Haben hier vorne drauf einen Standard A2 Birdcage. Sehr schön. Wir haben hier auch noch einen Pistolengriff mit keinen Labels. Ich kann euch nicht sagen, woher der kommt. Dieser ist aber schön gummiert und liegt auch echt schön in der Hand. Kann man nichts sagen, absolut. Dann haben wir eine Buffer-Tube. Ich gehe davon aus, dass es Mil-Spec-Durchmesser ist, mit einem mir ebenfalls unbekannten Hinterschaft, welcher aber sehr schön rastet und optisch auch sehr interessant ist. Wir haben eine kleine Portion Spiel, ne? Habe ich schon besser gesehen, habe ich aber schon schlechter gesehen, also passt für mich. Ne? Von der Zuglänge her ist es echt eine schöne Sache, kann es natürlich auf mich einstellen und die Waffe ist wirklich sehr, sehr leicht und sehr führig. Also ich kann euch jetzt über das Gewicht nichts sagen, aber die hat hier weit unter 3 Kilo, 2,8, 2,7 Kilo würde ich jetzt behaupten. Also die wirkt wirklich relativ wenig.
Jo. Magazinschacht normal, passen eben die ganzen Standard AR-15 Magazine, 30, 20, 10 Schuss, passt soweit. Schauen wir es uns mal kurz von innen an. Wir haben hier die zwei Takedown Pins, AR-15 Standard. Machen wir mal auf, schauen wir mal, was ich sehe. Wie gesagt, hier eben der Bolt Carrier mit dem Nachladehebel. Dann haben wir hier jetzt eben den Upper und den Lower. Okay, das ist schon mal interessant von der Mechanik. Da schaue ich, dass ich euch ein paar Bilder in der Nahaufnahme dann reinkriege. Die hat einen relativ schmalen Hammer, muss ich dazu sagen. Ja, schauen wir mal, wie die Feder ist. Sollte man sie erstmal auf Feuer stellen. Ich finde die Kraft des Hammers sogar relativ schwach, muss ich sagen. Hat auch unten, sage ich mal, relativ filigrane Elemente, also es ist an meiner Pro-Arms deutlich massiver. Ist natürlich die Frage, wie das alles hält, aber ich gehe mal davon aus, das wird schon passen. Sonst würden sie es nicht so bauen. Aber das hier ist deutlich filigraner als bei anderen AR-15, wie ich es jetzt kenne. Ja, Bolzensicherung funktioniert standardmäßig. Feder des Hammers finde ich relativ schwach, aber wie gesagt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Dann hier ein Bolt Catch. Könnte das sein, dass es ein Gussteil ist? Ja. Muss man schauen. Aber funktioniert, passt. Patronenkammer schaut gut aus. Verriegelungskulisse ist gut. Gastube sieht man auch. Also es ist echt eine feine Sache. Puffer. Auch funktionstüchtig, wie er sein sollte. Passt soweit. Hat ein bisschen Spiel. Aber wirkt auf den ersten Blick eigentlich ganz gut. Der Bolt Carrier. Ja, Standardteil. Schön schmutzig, wie ihr sehen könnt. Ja. Hat wie gesagt 50, 60 Schuss runter. Aber ihr könnt es hier an der Beschichtung sehen. Da ist kaum was angeranzt, abgewetzt. Das passt. Ne? Gut, wir haben hier unsere Verschlusswarzen. Die schauen gut aus. Die Auszieherkralle ist schön straff. Das gefällt mir. Der Ejektor steht auch schön raus, das passt. Hier der Cam-Pin, könnt ihr sehen, wie der hier läuft. Ich mache ja auch eine Nachaufnahme vom Bolt Carrier rein. Wunderbar. Firing Pin läuft auch geschmeidig, das ist gut. Hier mit dem Sicherheitspin, aber das kommt mir gerade so vor. Was ist der sehr lose? Schauen wir mal. Oh, das gefällt mir jetzt nicht so hundertprozentig. Da müsste man einen neuen Pin mal einsetzen, ja. Weil der kommt schon sehr leicht raus, hier der Kollege. Und das hier ist ein ganz wichtiges Bauteil, weil der sorgt nämlich dafür, dass euer Firing Pin, also im Endeffekt der Schlagbolzen, an Ort und Stelle bleibt und nicht nach hinten fällt. Weil wenn der zurückrutscht ins System, habt ihr ein Problem. Also, ja, das passt. Wie gesagt, wenn er verbaut ist, kommt er eigentlich nicht raus, aber mir ist der deutlich zu locker. Ja. Der ist mir zu locker. Ich sehe zwar jetzt nicht unbedingt ein großes Problem, wie gesagt, wenn er hier oben im Upper Receiver läuft, aber ich denke, das passt. Ja. Wie gesagt, Waffe schießt er auch. Hier auch noch die Rillen oben zu sehen für den Forward Assist, damit man eben den Verschluss wieder in die Batterie schieben kann. Wie der Engländer schon sagt, in Battery, also damit die Waffe verriegelt. Wir haben den Gas Key, den Gasabnehmer hier oben mit Schrauben und auch, wie zu sehen, sehr schön gestaked. Also die sind mit einem Körner verdellt worden, dass sich die Schrauben nicht lösen. Genauso macht man das. Also das passt perfekt. Ja. Ein gestakter Gas Key, das ist genau das, was ich hier sehen wollte und das passt. Beim Einbau nur wieder darauf achten, dass ihr nicht wieder bei der Pisteneier, da wo noch hier eine Feder drin ist, den Verschlusskopf, den Drehkopf wieder ganz rauszieht. Also nicht nach hinten drücken und einsetzen, sonst habt ihr ein Problem. Ihr zieht den ganz raus und dann setzt ihr den wieder ein. AR-15 typisch, wir nehmen uns den Nachladehebel, setzen den hier so auf viertelten Weg rein. Gas Key hier oben in die Nut beim Nachladehebel. Hier schließen, drücken die Pins rein. Und Waffe ist wieder ready for action. Was ich gerade merke, wo ich vergessen habe, darüber zu sprechen, wir haben hier, so wie es aussieht, einen zweistufigen Abzug. Echt cool, ne? Für den Preis. Wie ihr sehen könnt, leichter Take-Up und dann bricht die zweite Stufe. V2
von der Charakteristik her, sage ich jetzt mal, relativ niedriges Abzugsgewicht. Würde ich jetzt irgendwo auf 2 Kilo schätzen. Ein bisschen über 2 Kilo. Das ist viel, viel besser als mein Milspec-Abzug mit um die 4 Kilo. Aber ich muss sagen, der kriecht ein bisschen. Also wir haben hier die erste Stufe, kommen hier an die Wand. Aber dann kriecht er noch ein Dreiviertel Millimeter, keinen ganzen, aber ich sag mal ein Dreiviertel Millimeter, bevor er bricht. Ja. Es ist ein schön einzuschätzender Abzug, absolut, ja. Ganz klar, das passt, ne. Aber es ist jetzt definitiv kein Präzisionsabzug, wenn ihr einen zweistufigen gewohnt seid vom Repetierer. Das ist nicht das, ja. Aber es ist ein guter Serienabzug, kann ich jetzt nichts anderes sagen. Wie gesagt, mir hat ein bisschen zu viel Creep, also er kriecht mir ein bisschen zu viel, bricht aber darüber hinaus dann relativ schön und hat auch keinen sogenannten Overtravel, was bedeutet, dass der Abzug, nachdem er bricht, nicht mehr weiter nach hinten läuft. Also ist für mich absolut eine feine Geschichte. Vor allen Dingen fürs Geld, wenn man bedenkt, dass man dann diese Waffe hier, genau diesen Vorführer, wahrscheinlich für 1100 Euro oder so einen Dreh haben kann. Für genaue Preisangaben erkundigt euch bitte bei DK Ausrüstung in Eching oder auch über deren Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr dieses Schmuckstück hier haben wollt. Echt ein schönes Gewehr, ich finde es von der Haptik sehr toll. Das wäre so ein Traumgewehr fürs dynamische Schießen, wenn du nicht viel Geld ausgeben kannst und möchtest. Also ich glaube, da macht man hier mit diesem Teil relativ wenig verkehrt. Handschutz, M-Lock Interface, geklemmt mit 3 kleinen Imbusschräubchen. Also passt für mich. Aufnahmen für Trageriemen hier hinten. Vorne sehe ich jetzt keine, aber kann man ja eben an die M-Lock-Schiene dran schrauben. Also echt ein feines Teil für das Geld, glaube ich, kann man das absolut mal in Erwägung ziehen. In diesem Sinne hoffe ich, das kurze Video zur Vorstellung der neuen LDT AR-15 hat euch gefallen. In diesem Sinne, Abo da lassen, Like da lassen, bis die Tage. Ciao und Servus.